So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe des JFD Live Trading TV Formats. Hier der Risikohinweis: Es ist 21.10 Uhr. Die US-Börsen, da wird noch rege gehandelt. Und wir schauen erstmal, was am Tag beim DAX passiert ist. Vormittags gegen 9 Uhr oder 10, zwischen 9 und 10 Uhr wurde hier dieses Szenario mit den Verkaufssignalen hier eingezeichnet. Für mich nach oben wäre es ja zu riskant gewesen. Hier sieht man auch, der Abverkauf ist direkt erfolgt. Das nächstmögliche Kursziel ist hier eben noch nicht erreicht worden. Stattdessen hat man jetzt hier, wenn man das im kurzen Wochenchart und natürlich dann der Tageschart betrachtet, ist es hier ein Shootingstar. Nach hier so einer Doji- oder Inside-Day-Kerze kommt hier ein weiterer Unsicherheitsfaktor in Form einer Kerze hinzu. In Amerika wurden hier zwar neue Rekordstände vermeldet, doch so richtig geht es da auch nicht voran. Da wird es eben jetzt sehr spannend sein, was die nächsten 45 Minuten eben noch passiert. Trotzdem schauen wir erstmal, was noch heute passiert ist. Hier wurde dann eine größere eben Analyse auf den DAX präsentiert. Die kann man hier mal schnell aufrufen. Und da waren eben auch genau dieses Widerstandsband eingezeichnet. Hier davon eben eine Umkehrkerze. Dann wäre das hier eine mögliche Wegstrecke von gut, im Idealfall von 300 Punkten möglich. Oder eben hier ein Einstiegsszenario bei 10.367 im Idealfall. Und da wird natürlich im Stream auf dem Desktop von Guidance natürlich der DAX weiter intensiv analysiert, womöglich verfolgt ein Einstieg gleich darüber. Das ist jetzt erstmal hier ein Vorszenario. Im Intraday-Handel, das hat man hier gerade gesehen, wären die zwei Wegstrecken mögliche profitabel, die möglichst profitabel umzusetzen, waren hier die Triggermarken angegeben. Aber das kann sich hier alles noch ändern, wenn die Formation sich auch ändern sollte im DAX. Dann schauen wir noch weiter. Dann gab es nur noch mal ein neues DAX-Update und dann kam hier das US-Dollar-Kanadische Dollar-Szenario auf. Da waren ein, zwei Kerzen im Stundenchart, die Hoffnung gaben. Dann wird wieder abverkauft. Auf Tagesschlussbasis war hier die Marke von 1,29 beschrieben worden, dass da der auf Tagesschlussbasis wird das Setup dann hier hinfällig. Und das Bessere war ja eh erwähnt worden, hier eine offene Tagesumkehrkerze zu warten, nicht nur im Stundenchart. Im Stundenchart wurde ja dann dieses Szenario preisgegeben, dass hier erst über 1,295 möglicherweise eine dynamische Aufwärtsbewegung starten kann. Das war jetzt hier eben die Erklärung. Und im Tageschart war das halt hier die fette Unterstützung plus eben noch die Trendkanalunterkante, die jetzt aber auf Tagesbasis gerissen wird. Nichtsdestotrotz, wenn jetzt hier morgen stärkere Abgaben folgen und der Schlusskurs wieder in dem Bereich ist, wäre das eine ideale Umkehrkerze. Deswegen ist hier das Setup noch lange nicht ad acta gelegt. Des Weiteren hat hier wirklich der Hang Seng, es ist wirklich eine stärkere Überraschung, dass er jetzt hier komplett durchgezogen ist. Aber wie er am Wochenende erwähnt, diese Kerze hätte eine Bestätigung gebraucht, um hier Short oder um auf fallende Kurse eben zu setzen. Die kam nicht, sondern die Kerze ist ja hier, wie man sieht, gab es keine Überschneidung der Tiefstände. Der Nikkei kann hier überhaupt nicht im Prinzip dann so überzeugen wie der Hang Seng. Der bleibt hier unter dem EMA 200 stehen, was auch so erstmal fast täglich erwähnt wird. Der Münchner Rück kam hier in dem Bereich zum Stehen, das andere Signal, beziehungsweise hier noch die Schlussbewegung fand noch nicht statt, aber genau hier
die Ausbruchsbewegung. Borussia Dortmund hat ja gestern verloren im Supercup. Der Aktie hat jetzt hier weder geschadet noch gut getan. Also ist sie absolut eine Seitwärtsbewegung seit 4, 5 Wochen. Dann Forex, die anderen Setups sind ja nicht aufgegangen. Im Silber wurde hier kurzzeitig wieder fast diese Abwärtstrendlinie erreicht. Wenn man sie extremer nimmt, dann wurde sie sogar berührt. Also ist es eine wilde Korrekturbewegung, die eben womöglich hier enden kann, aber sie darf eben auch noch mal hier in den unteren Bereich runter. Mit der Position bleibt man noch long im Gold. Gibt es auch nicht weiteres zu sagen. Hier kann womöglich noch das Kursziel erreicht werden, muss aber nicht. Wichtig ist hier alles unter dem Widerstandsband, kann sich hier eben auch nach unten auflösen. Darüber ist eher damit nicht mehr zu rechnen. Kommen wir noch zum Schluss, dann zum DAX auch nochmal. Hier der Tageschart mit der Umkehrkerze. Eine SAP hat hier auch nur die Gaps geschlossen und will hier im Prinzip diese Bewegung noch auf das Parkett legen. Da wäre hier nochmal ein kleines Hoch vielleicht fällig. Also, es soweit passt hier, schaue ich mir mal das morgen auch im 4-Stunden-Chart an. Vielleicht kann man da wirklich ein spekulatives Short, einen Leerverkauf starten. Zum SDAX hat hier ja im Gegensatz zu den anderen Märkten eigentlich verhielt sich heute relativ schwach, aber nachdem es eben hier angelaufen worden ist, ist auch nicht ganz verwunderlich, dass es eben hier vielleicht hier hat man das Hoch eben gesehen. Der MDAX dagegen hat eben hier nochmal ein Hoch gemacht und hier folgt jetzt auch eine Umkehrkerze. Fast eben genau die 22.000 Punkte angelaufen, die so besprochen worden war. Also sehr genau auf die US-Indizes achten und hier gegebenenfalls nach Schwäche suchen. Und dort kann man auch in meinen Augen demnächst einen sehr spekulativen Short ins Depot legen oder einfach auch nur als Absicherung für die anderen Long-Werte, die man ja hier seit 2, 3, 4 Wochen in Aktien gespielt haben, hat man ja fast nur jedes Setup war da long in den Aktien. Das war's. Danke fürs Zuhören und bis morgen.